Willkommen zu diesem Lernvideo. Hier soll es gehen um Verdünnungsreihen, die man sehr häufig braucht für Kalibrierzwecke. Die ganzen Inhalte, die ich Ihnen hier vermittle, die finden Sie auch in einem Lernskript unter www.laborberufe.de im Ordner C1CL, also Chemielaboranten erstes Lehrjahr, und im Ordner C1BL, also Biolaboranten erstes Lehrjahr. Wir sollten uns vielleicht zu Beginn ganz kurz mit der Frage beschäftigen, warum wir das überhaupt behandeln, das Thema. Es ist einfach so, dass in vielen Laboratorien man den Gehalt bestimmt von irgendwelchen Proben mit Hilfe von Gerätschaften. Das kann zum Beispiel ein Photometer sein oder ein Spektroskop oder ein Chromatograph. Bevor man jetzt seine Probe analysiert, um den Gehalt rauszubekommen, füttert man das Gerät mit Kalibrierlösungen mit bekanntem Gehalt. Hier resultiert ein solches Diagramm sehr häufig. Da sehen Sie das Messsignal, was das Gerät ausspuckt, und hier den Gehalt, den die Kalibrierlösungen hatten. Das ist hier mit schwarzen Punkten dargestellt. Hier hat man das Gerät gefüttert mit einer Kalibrierlösung mit 20 mg pro Liter, 40 mg pro Liter, 60 mg pro Liter, 80, 100 und 120 mg pro Liter. Das Gerät hat dann eben das Ergebnis ausgespuckt. Bei 20 mg pro Liter dieses Ergebnis hier knapp unter 0,2, dann hier bei 40 ungefähr 0,3 und so weiter. Und sehr häufig gibt es eben einen linearen Zusammenhang zwischen dem Gehalt und dem Messsignal. So, wenn man ein solches Kalibrierdiagramm erstellt hat, dann kann man das Gerät beschicken mit seiner Probe, deren Gehalt man eben nicht kennt. Und das Gerät liefert natürlich auch hier dann das Messsignal, und dann kann man zum Beispiel hergehen und grafisch bestimmen den Gehalt, den die Probe hat. Mithilfe der Kalibrierlösungen und mithilfe dieses Kalibrierdiagramms eben, das man erstellt hat im Vorfeld. Und diese Kalibrierlösungen, um deren Herstellung soll es heute gehen. Die werden nämlich in der Regel aus ein und derselben Stammlösung durch Verdünnen hergestellt. Also hier sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kalibrierlösungen. Andere Kalibrierdiagramme haben nur 3 oder 4 Kalibrierpunkte. Aber eins ist in der Regel gemeinsam, eben die werden hergestellt durch Verdünnen. Und deswegen ist es eben eine Verdünnungsreihe. Interessant ist, dass man meistens den Abstand so wählt, dass der immer identisch ist. Also dieser Abstand ist hier bei uns immer 20 mg pro Liter, also die Schrittweite. 20 mg pro Liter hier zwischen diesen beiden, hier auch 20 mg pro Liter und so weiter. Häufig ist es so, dass alle Kalibrierlösungen aus einer Stammlösung hergestellt werden, die aber selbst nicht mehr Bestandteil der Kalibrierung ist. Das ist in diesem Diagramm dargestellt, also bei unserem Beispiel bleiben von vorher. Es waren ja insgesamt 6 Kalibrierlösungen, die man benötigt hat. Und wenn man alle diese 6 Lösungen aus einer Stammlösung herstellt, würde eben dieses Bild hier zutreffen. Hier haben wir die 6 Kalibrierlösungen, die eben alle aus einer Stammlösung hergestellt werden. Vorzugsweise im Chemielabor zumindest mit Vollpipetten. Häufig nimmt man aber auch Mikroliterpipetten, gerade auch im Biolabor. Manchmal ist es aber auch so, dass die Stammlösung selbst auch Bestandteil nachher der Kalibrierlösungen ist. Das wäre dieses Bild hier. Also hier wäre eine Kalibrierung mit insgesamt 5 Kalibrierpunkten. 4 Kalibrierpunkte entfallen auf die Verdünnungen, die man aus der Stammlösung hergestellt hat. Aber die Stammlösung selbst ist auch der 5. und höchste Kalibrierpunkt, und insgesamt hat man ebenso 5 Stück. Sehr häufig ist es in solchen Aufgaben auch so, dass man im weiteren Verlauf auch noch berechnen muss, wie man die Stammlösung herstellt, zum Beispiel aus einem Feststoff. Auch hier ist es möglich, dass eine solche Fragestellung auftaucht, wie stellt man eben die Stammlösung her, ausgehend von irgendwelchen Reinstoffen. Wir wollen das Ganze besprechen mit Hilfe einer Aufgabe, die finden Sie eben unter diesem Titel, das Arbeitsblatt Verdünnungsaufgaben aus dem Laboralltag unter www.laborberufe.de. Sowohl im Ordner für Chemielaboranten erstes Lehrjahr als auch für Biolaboranten erstes Lehrjahr. Die Aufgaben können ein bisschen variieren, je nachdem, ob Sie hier oder hier schauen. Und zwar würde ich gerne mit Ihnen besprechen das an der Aufgabe 1.2. Entweder Sie drücken jetzt auf Pause
und schreiben sich die Aufgabenstellung ab oder sie besorgen sich eben das Arbeitsblatt unter www.laborberufe.de. Aus einer Calcium-Stammlösung sollen 8 Verdünnungen hergestellt werden. Diese 8 Verdünnungen sollen den Konzentrationsbereich bis 300 Milligramm pro Liter gleichmäßig abdecken. Das benötigte Volumen von jeder Lösung beträgt 100 Milliliter. Die pipettierten Volumina der Stammlösung sollten 5 Milliliter oder Vielfache davon sein. Ich würde vorschlagen, dass Sie auf Pause drücken gleich und sich selbst überlegen, wie die Schrittweise sein muss bei dieser Aufgabe. Die Lösungen sollen also gleichmäßig den Bereich bis 800 Milligramm pro Liter abdecken. Also wenn wir ein solches Diagramm haben, wir haben jetzt 8 Lösungen. Der höchste Gehalt soll 300 Milligramm pro Liter sein und halt eben 8 Punkte. Überlegen Sie sich selbst, wie dann eben die Schrittweite ist und welchen Gehalt die einzelnen Lösungen dann haben. Das sollten Sie sich auch aufschreiben. Und Sie können sich ja auch schon mal Gedanken machen, warum man diese Festlegung hier trifft. Die pipettierten Volumina der Stammlösung sollen 5 Milliliter oder Vielfache davon sein, warum man eben in der Praxis das häufig so macht, wenn man das Ganze mit Messkolben herstellt und Vollpipetten. Also gerade auf Pause drücken und selber den Gehalt festlegen dieser 8 Verdünnungen, die man insgesamt braucht. Die entsprechenden Gehalte der Kalibrierlösungen, die lauten dann 37,5, 75, 112,5, 150, 187,5, 225, 262,5 und 300 Milligramm pro Liter. Sind also schön gleichmäßig verteilt, angefangen bei 0 sozusagen im gleichmäßigen Abstand. Die Schrittweite ist immer 37,5, also 0 bis 37,5, das ist dann die erste. Dann hier sind es auch wieder 37,5 und so weiter. Ja, wichtig ist bei dieser Aufgabe, dass man auch wirklich bei 0 anfängt und man dann halt eben das schön gleichmäßig verteilt hat. So, man soll das Ganze herstellen mit Hilfe von 5 Milliliter Vollpipetten. Warum? Ja, wenn man Vollpipetten nimmt, dann ist das die kleinste Vollpipette, die üblich ist und die man benutzen soll, 5 Milliliter Vollpipetten. Natürlich gibt es auch Vollpipetten mit 1 Milliliter, sogar 0,5 Milliliter und so weiter. Die sind aber relativ ungenau. Also die kleinste Größe gängiger Vollpipetten ist 5 Milliliter. Und jetzt macht es halt eben Sinn, dass man als kleinstes pipettierbares Volumen halt eben 5 Milliliter annimmt oder Vielfache davon. Dann kann man nämlich dieselbe Pipette mehrmals benutzen. Ja, wenn man zum Beispiel 10 Milliliter pipettieren will, nimmt man zweimal 5 Milliliter, also benutzt die gleiche Pipette zweimal. Oder man hat natürlich den Luxus und hat eine 10 Milliliter Vollpipette und so weiter. Um die dünnste dieser Lösungen herzustellen, ist es eben so, dass man das kleinste pipettierbare Volumen wählt. Also die 37,5er Lösung, die wird hergestellt, indem man einmal 5 Milliliter pipettiert mit der 5 Milliliter Vollpipette. Einmal 5 Milliliter pipettieren, dann auffüllt auf das Zielvolumen. Das ist bei uns immer 100 ml, stand in der Aufgabenstellung dabei. So, die dünnste der Lösung wird natürlich hergestellt, indem man einmal die Pipette nutzt. Die zweite Lösung ist ja doppelt so konzentriert wie die erste Lösung. Deswegen wird man, um die dann herzustellen, zweimal 5 Milliliter pipettieren müssen. Entweder man nimmt wirklich die 5 Milliliter Vollpipette zweimal hintereinander oder man macht das Ganze natürlich mit einer 10 Milliliter Vollpipette. Aber Sie sehen, das Volumen, was man transferieren muss, das ändert sich also nicht. Also das sind alles Vielfache von 5 Milliliter. Hier die nächste Lösung, da muss man dreimal 5 Milliliter pipettieren oder es gibt sogar 15 Milliliter Vollpipetten, nicht so häufig, aber eben auch. So, und für die 150er muss man viermal pipettieren oder die 20er nutzen und so weiter. Hier fünfmal, sechsmal, siebenmal und im Schluss 8 mal 5 Milliliter pipettieren, also insgesamt 40 Milliliter. Entweder man hat eine 40 Milliliter Vollpipette oder man nimmt zwei 20er Vollpipetten oder so.
So, jetzt wissen wir alles, was wir eigentlich brauchen. Alle Lösungen werden aus derselben Stammlösung hergestellt. Das ist der wichtige Punkt. Man verdünnt nicht mehrmals hintereinander. Man könnte hergehen und könnte dann zum Beispiel diese Lösung erstmal herstellen und die dann nochmal verdünnen, um daraus dann die herzustellen. Das ist dringend, davon ist dringend abzuraten, weil mit jedem Verdünnungsschritt eben Fehler einhergehen. Also am besten ist wirklich, jede Lösung durch herzustellen aus ein und derselben Stammlösung. Und wie groß deren Gehalt ist, das können Sie eben dann rausbekommen. Dafür braucht man bloß eine dieser Kalibrierlösungen auswerten. Ich gehe jetzt einfach mal von aus, ich berechne den Gehalt der Stammlösung mithilfe dieser ersten Kalibrierlösung als Beispiel. Die Berechnung der Konzentration der Stammlösung kann mithilfe der Verdünnungsformel erfolgen. C1 mal V1 ist gleich C2 mal V2. Die gilt sinngemäß auch für die Massenkonzentration. Also ich habe hier die mit C formuliert, streng genommen muss ich aber Beta bei uns als Symbol wählen, weil bei uns es sich ja um Massenkonzentrationen halt handelt. So, Beta1 mal V1, das soll die Verdünnung sein und die Stammlösung ist Beta2 mal V2. Wie groß der Gehalt der Stammlösung ist, das weiß ich nicht. Dieses Beta2 muss ich berechnen. Die Verdünnung soll bei der ersten Kalibrierlösung, das habe ich vorher festgelegt, 37,5 Milligramm pro Liter sein. Das Volumen der Verdünnung steht in der Aufgabenstellung, soll 100 Milliliter sein. Das beißt sich nicht, das Liter und das Milliliter hier. Das können Sie ruhig so stehen lassen. Es spricht natürlich aber auch nichts dagegen, wenn Sie wollen, dass Sie das in Liter umformen. Aber Sie können das ruhig so notieren. Einmal das Volumen hier in Liter im Nenner und hier einmal Milliliter. So, die Stammlösung, deren Gehalt kenne ich nicht. Das gilt es ja gerade zu berechnen. Schreibe ich Beta 2 hin. Und das Volumen an Stammlösung, was ich transferieren will, bei der ersten Kalibrierlösung, waren 5 Milliliter. Es ist natürlich klar, wenn ich hier Milliliter wähle als Volumeneinheit, dann muss ich hier bei V2 dieselbe Einheit wählen, also auch hier dann Milliliter. So, und wenn Sie das auflösen, können Sie eben den Gehalt berechnen, Beta2, das ist der Gehalt der Stammlösung, aus der dann alle Verdünnungen hergestellt werden können. Ich berechne das nur mit Hilfe der ersten Kalibrierlösung, aber es gilt dann eben für alle Kalibrierlösungen, die sollen ja alle aus derselben Stammlösung hergestellt werden. Und wie groß eben der Gehalt ist, müssen Sie einfach kurz auf den Taschenrechner eintippen. 37,5 mal 100 geteilt durch 5 und man bekommt raus 750 Milligramm pro Liter. Und das ist der Gehalt der Stammlösung. Wenn Sie da 5 Milliliter rausnehmen aus einer solchen Lösung und auf 100 Milliliter verdünnen, dann bekommen Sie gerade 37,5 raus. Wenn Sie zweimal 5 Milliliter aus einer solchen Stammlösung rausnehmen, also insgesamt 10, und verdünnen die auf 100 Milliliter, dann bekommen Sie eben 75 Milligramm pro Liter. Sehen Sie, ist ja auch Faktor 10 geringer und die Stammlösung hatte 750 Milligramm pro Liter. Wenn Sie da 10 Milliliter rausnehmen und auf 100 verdünnen, haben Sie natürlich 75 Milligramm pro Liter. Und so weiter und so fort. Also alle werden aus derselben Stammlösung hergestellt. Das ist die Teilaufgabe A gewesen. Wie gesagt, meistens gibt es auch eine Teilaufgabe B, in der Sie berechnen müssen, wie man die Stammlösung herstellt. Steht jetzt auch da bei der 1, 2b. Die Stammlösung soll aus Calciumchlorid-Hexahydrat, also CaCl2.6H2O, hergestellt werden. Wie gehen Sie vor, wenn Sie eine kleine Volumenreserve einplanen? Rechnung und Herstellung. Als erstes Mal kalkulieren Sie, wie viel Milliliter Stammlösung Sie herstellen wollen. Und zwar überlegen Sie sich einfach, wie viel Sie brauchen werden insgesamt an Stammlösung, um alle Verdünnungen herzustellen. Und dann planen Sie halt so eine kleine Reserve mit ein. Gehen Sie doch bis zum nächsthöheren Volumen, an das typisch ist für Messkolben. Und drücken Sie jetzt also bitte erstmal auf Pause und rechnen Sie aus, wie viel Milliliter Stammlösung wir eben herstellen wollen. So, wenn Sie das Volumen zusammenzählen, 5 plus 10 plus 15 plus 20 plus 25 plus 30 plus 35 plus 40
kommen Sie auf 180 Milliliter Gesamtvolumen, was wir brauchen. Wir sollen ja aber eine kleine Reserve einplanen und außerdem wollen wir das ganze Jahr eine Messkolben herstellen. Die nächste gängige Größe sind 200 Milliliter. Es ist aber auch nicht verboten, wenn Sie hier 250 ml geschrieben haben. Aber man rundet auf jeden Fall auf eine Größe, die halt üblich ist für Messkolben. So, die weitere Berechnung ist natürlich eigentlich jetzt nicht mehr Bestandteil dieses Lernvideos, weil eigentlich ging es jetzt hier bloß darum, wie man diese Kalibrierlösungen herstellt, aber wir rechnen das der Vollständigkeit halber trotzdem auch noch gemeinsam aus. So, um zu berechnen, welche Masse Calciumchlorid-Hexahydrat Sie einwiegen müssen, um die 200 Milliliter Stammlösung herzustellen, überlegen Sie sich doch erst, welche Masse Calcium diese Stammlösung insgesamt besitzen muss. Es sind ja 200 Milliliter und wir haben selber vorher berechnet, unsere Stammlösung soll ein Gehalt von 750 Milligramm pro Liter haben. Da können Sie zum Beispiel mit dem Dreisatz oder mit der Formel ausrechnen, wie viel Milligramm dann in einem Fünftel Liter drin ist. Pro Liter sind 750 Milligramm. Rechnen Sie das doch erstmal aus, welche Masse Calcium insgesamt in der Stammlösung drin ist. Diese Masse, die Sie hier berechnen, die können Sie in eine Stoffmenge an Calcium umformen mit Hilfe der molaren Masse. Also wie viel Mol Calcium drin rumschwimmen soll in der Stammlösung. So, diese Molzahl, die Sie eben hier berechnen, diese Stoffmenge, die wird ja sozusagen bereitgestellt durch Calciumchlorid-Hexahydrat. Wir können ja nicht Calcium 2 plus direkt einwiegen. Es gibt keinen Stoff Calcium 2 plus im Chemikalienregal, sondern es gibt nur in Kombination mit Gegenionen und hier sollen wir sogar die kristallwasserhaltige Form nehmen. Aber ein Calcium ist ja in einem Calciumchlorid-Hexahydrat enthalten. Sieht man ja an der Formel, dass hier ein Calcium drin steckt. Das heißt, mit anderen Worten, diese Stoffmenge, die Sie hier rausbekommen an Calcium in Mol, wird die gleiche Stoffmenge sein, die Sie auch an Calciumchlorid-Hexahydrat brauchen. Und das können Sie also hier nochmal hinschreiben. Nicht immer ist es die gleiche Stoffmenge. Manchmal sind halt eben zwei oder drei drin pro Formeleinheit und dann muss man das hier berücksichtigen. Hier ist es aber eben 1:1. Das heißt, hier schreiben Sie gerade das Ergebnis von vorher nochmal ab. Das ist nämlich die Stoffmenge an Calciumchlorid-Hexahydrat, ne? In diesem Fall. So, und wie viel diese Stoffmenge Calciumchlorid-Hexahydrat wiegt, da brauchen Sie wieder die molare Masse von Calciumchlorid-Hexahydrat. Die können Sie dem Tabellenbuch entnehmen und dann eben die Masse rausbekommen. Und das ist die Masse, die Sie eben einwiegen müssen. Und die lösen Sie in einem Messkolben mit 200 Milliliter bis zur Marke und dann haben Sie Ihre Stammlösung hergestellt. Und dann können Sie hergehen und durch Verdünnen eben die Kalibrierlösungen herstellen. Drücken Sie also bitte gerade auf Pause und rechnen Sie es selber zu Ende, dann können wir die Ergebnisse vergleichen. So, also wenn wir eben berechnen erstmal, welche Masse Calcium in der Lösung drin rumschwimmt. Es sind ja 750 Milligramm pro Liter. Also sind es in 200 Milliliter 150 Milligramm oder eben 0,15 Gramm. Und die Stoffmenge, die kann man ja berechnen, indem man die Masse durch die molare Masse teilt. Die können Sie aus dem Tabellenbuch selber sich raussuchen. Und als Ergebnis kommt diese Stoffmenge raus gerundet. 0,0037425 Mol. Ich runde nicht zu stark, weil ich erst am Ende stärker runde. Natürlich dürfen Sie aber einige Nachkommastellen hinten abschneiden. Da kriegt man ein Gefühl für im Laufe der Zeit. Aber ich habe hier schon ein klein bisschen gerundet, aber nicht so stark. So, diese Stoffmenge Calcium, die in der Stammlösung enthalten ist, das ist auch die Stoffmenge, die ich eben brauche an Calciumchlorid-Hexahydrat. Es ist dieselbe, weil ein Calciumchlorid-Hexahydrat liefert mir ein Calcium. Um diese Menge Calcium zu bekommen, brauche ich auch diese Menge Calciumchlorid-Hexahydrat. So, und was diese Menge hier wiegt, das kann ich ja einfach berechnen, indem ich diese Stoffmenge multipliziere mit der molaren Masse von Calciumchlorid-Hexahydrat wieder. Vorher habe ich eben
die molare Masse von Calcium genommen, aber hier wechsle ich sozusagen die Teilchen von Calcium auf Calciumchlorothexahydrat. Und ich muss, um die Masse auszuberechnen, natürlich jetzt die gesamte Masse von dem Calciumchlorid-Hexahydrat nehmen. Und das ist dann eben 0,820 Gramm Calciumchlorid-Hexahydrat gerundet auf eine vernünftige Anzahl an Nachkommastellen. Laborwagen haben ja in der Regel 3 oder 4 Nachkommastellen. Ich habe es halt jetzt auf 3 Nachkommastellen gerundet. So, und die werden eben gelöst auf 200 Milliliter. Und dann können Sie hergehen und die Verdünnungen, die wir brauchen für die Kalibrierung, eben daraus herstellen. Eine letzte kleine Komplikation gibt es bei manchen dieser Aufgaben auf diesem Arbeitsblatt, Verdünnungsaufgaben aus dem Laboralltag. Und zwar will ich Ihnen das an der Aufgabe 1.9 zeigen. So, scheinbar ist es eine relativ ähnliche Aufgabe, wie wir gerade gerechnet haben, aber es gibt einen kleinen Wesensunterschied. Also hier bei der Aufgabe 1.9: Aus einer Fluoroglycin-Stammlösung sollen jeweils 2000 Mikroliter folgender Verdünnungsstufen hergestellt werden. 150 Milligramm pro Liter, 175 Milligramm pro Liter, 200 Milligramm pro Liter und 225 Milligramm pro Liter. Und noch ein kleiner Hinweis: Die Herstellung soll mit einer Mikroliter-Pipette mit variabel einstellbarem Volumen erfolgen. Das heißt, sie kann alle ganzzahligen Mikroliterwerte im Bereich zwischen 5 und 1000 Mikroliter pipettieren, habe ich jetzt angenommen. So, ich würde vorschlagen, schauen Sie sich mal bitte genau die Verdünnungsstufen an und vergleichen Sie mal bitte mit der vorangegangenen Aufgabe, mit der Aufgabe 1.2, wo der Wesensunterschied liegt. Der liegt also jetzt nicht an den Zahlenwerten, die mögen sich unterscheiden, sondern aber es gibt einen fundamentalen Unterschied. Und drücken Sie bitte auf Pause und überlegen Sie sich das bitte selbst erst in Ruhe. Ich habe Ihnen die Lösungen, die man herstellen soll, auf so einen Zahlenstrahl aufgetragen, jeweils in Milligramm pro Liter. Das ist die 150er Lösung, die man braucht, 175, 200, 225. Die sind also auch alle vom Abstand her schön gleichmäßig, aber sie decken nicht den Bereich bis 0 ab. Und das ist eben der Unterschied zu der Aufgabe vorher. Vorher hatten wir, wenn Sie so wollen, eine vollständige Verdünnungsreihe, die bis runter geht zu 0. Hier kann man die sich zwar weiter vorstellen bis 0, aber in Wirklichkeit werden die restlichen Lösungen nicht mehr benötigt. Also es ist eine unvollständige Verdünnungsreihe, können wir gerade aufschreiben, in Gänsefüßchen. Nur einige der höheren Stufen werden hier benutzt. So. Nämlich die ich Ihnen hier eingezeichnet habe. Die ich jetzt hier rot mache, die werden nicht wirklich benötigt. Aber sie sind fürs Berechnen wichtig. Deswegen zeichne ich die auch hier mit ein, 0. Und ich schreibe aber in Klammer diesen Bereich ein und schreibe auch dazu, nicht benötigt. Sie können die Aufgabe genauso lösen wie vorher auch. In Gedanken ergänzen Sie einfach diese Lösungen, aber in der Praxis stellen Sie die halt nachher dann nicht her. Aber es ist wichtig, dass wenn Sie einmal ein bestimmtes Volumen transferieren und dann verdünnen auf das Volumen, das eben die Verdünnung haben soll, dann würde resultieren 25 Milligramm pro Liter. Wenn Sie zweimal dieses Volumen X pipettieren würden, dann würden 50 resultieren, dreimal, dann würden 75 Milligramm pro Liter resultieren, brauchen Sie aber auch nicht wirklich herzustellen. Viermal, wenn Sie viermal dieses Volumen X pipettieren, dann wären es 100, bei fünfmal 125. So, und das sechste Mal, wenn Sie sechsmal dieses Volumen pipettieren und dann auffüllen auf diese 2000 Mikroliter, die jede Verdünnung haben soll, dann haben Sie 150 Milligramm pro Liter, also 6 mal x Mikroliter pipettieren. So, hier müssten Sie 5 mal pipettieren, wenn Sie das herstellen wollten, hier 4 mal, aber das muss man nicht wirklich herstellen, ich schreibe es trotzdem mal hin. Hier wäre einmal pipettieren, einmal x Mikroliter pipettieren,
hier zweimal, dreimal, viermal und fünfmal pipettieren. Aber das ist nicht nötig. So. Hier müsste man sechsmal pipettieren, nach dem Rechenschema, was wir vorher kennengelernt haben. Hier siebenmal. Achtmal. Neunmal pipettieren. So. Und was Sie jetzt als x festlegen, ist eigentlich ziemlich wurscht, weil in der Aufgabenstellung steht, dass das eine Mikroliter-Pipette ist, die jeweils, die alle Volumina pipettieren kann. Die kann man einstellen an so einem Rädchen zwischen 5, steht ja in der Aufgabenstellung, zwischen 5 und 1000 Mikroliter kann die jedes beliebige Volumen pipettieren. Ich lege jetzt einfach ein x fest, zum Beispiel 50 oder 100 oder sowas, und für x, ja, und dann kann ich eben ausrechnen, wie viel Mikroliter ich dann jeweils pipettieren muss. Also pipettieren, und dann wird das Ganze aufgefüllt auf 2000 Mikroliter, weil in der Aufgabenstellung steht ja, dass man von jeder Verdünnungsstufe 2000 Mikroliter braucht. Ne? Ich schreibe das vielleicht gerade noch dahinter. Hier jeweils auffüllen auf 2000 Mikroliter. Jeweils auffüllen auf 2000 Mikroliter. So. Und x ist eben frei wählbar, weitestgehend. Ich würde ein nicht allzu kleines x wählen. Sie könnten natürlich sagen, ja gut, ich nehme für x Mikroliter, nehme ich einfach 1 Mikroliter an, also x soll 1 sein, dann müssten Sie hier 6 Mikroliter pipettieren, hier müssten Sie 7 Mikroliter pipettieren, hier 8 Mikroliter und 9 Mikroliter, aber dann ist es nicht so genau, weil so kleine Volumina kann man nicht so gut pipettieren, auch mit Mikroliter-Pipetten nicht. Ich würde vorschlagen, nehmen wir doch für X zum Beispiel, also ZBX 50 oder 100 Mikroliter. Ich sage jetzt einfach mal 100 Mikroliter. Und wenn ich eben das festgelegt habe, dann weiß ich, ich muss für die hier 600 Mikroliter pipettieren, auf 2000 auffüllen. Hier muss ich 700 Mikroliter pipettieren, auf 2000 auffüllen, hier 800 und hier 900 und jeweils auf 2000 auffüllen. Ne? Also hier wäre es dann, würde dann resultieren sozusagen 600 Mikroliter ad 2000. Hier wären es 700 Mikroliter Konzentrat ad 2000. Hier 800 Mikroliter. Und hier wären es 900 Mikroliter. So. Sie hätten auch 10 oder 20 oder 50 oder sowas wählen können. Nicht allzu klein, wie gesagt. So, und welchen Gehalt die Stammlösung hat, das kriegen wir halt jetzt raus. Ich meine, gehen wir mal von dieser Kalibrierlösung. Oder nehmen wir mal vielleicht gerade die zweite. Vorher bei der ersten Aufgabe, bei der Aufgabe 1.2, habe ich die erste genommen, um auszurechnen, wie groß dann die Massenkonzentration der Stammlösung sein muss. Ich nehme jetzt hier absichtlich mal die zweite, damit Sie sehen, mit irgendeiner dieser Lösungen kann man das berechnen. So, wenn ich 700 Mikroliter des Konzentrats nehme, mit einem noch unbekannten Gehalt, und ich verdünne das auf 2000, dann muss resultieren 175 Milligramm pro Liter. Das heißt, ich kann auch hier wieder meine Verdünnungsformel anwenden. Beta 1 mal V1 ist gleich Beta 2 mal V2. ZB für die zweite Kalibrierlösung. Gilt dann entsprechend. Das Beta 1 und V1 soll die Verdünnung sein wieder. Beta 1, das waren 175 Milligramm pro Liter. Genau, das ist die zweite Kalibrierlösung. Die hat 175 Milligramm pro Liter. Ich brauche davon 2000 Mikroliter. Können Sie gerne in Mikroliter einsetzen. Das beißt sich nicht mit dem Liter hier. So. Und was Beta 2 ist, weiß ich wieder nicht.
aber ich weiß, ich will pipettieren, das habe ich vorher festgelegt, bei dieser zweiten Lösung 700 Mikroliter. Und dann können Sie halt eben den Gehalt berechnen, wie vorher auch, den die Stammlösung haben muss. Müssen Sie einfach auf dem Taschenrechner eben eintippen. Das ist bei uns, wenn man das berechnet, Milligramm pro Liter. Und das ist eben der Gehalt der Stammlösung. Wenn Sie da 600 Mikroliter rausnehmen und auf 2000 verdünnen, dann kommt das hier raus. Wenn Sie 700 Mikroliter nehmen und auf 2000 verdünnen, kommt das raus. 800 auf 2000, das hier. 900 auf 2000 verdünnt gibt 225. Auch hier gibt es eine Teilaufgabe B, die Sie bewerkstelligen sollen. Und zwar auch hier sollen Sie berechnen, wie wird das erforderliche Volumen der Stammlösung aus Fluorogluzindihydrat hergestellt. Müssen Sie also auch hier wieder zusammenzählen, wie viel Mikroliter Sie insgesamt brauchen. Schlagen Sie noch ein bisschen was drauf als Reserve und rechnen Sie eben aus, welche Masse Fluorogluzindihydrat Sie brauchen. Eine Sache muss man aber hierbei noch kurz erwähnen, weil die molare Masse von Fluorogluzin steht nicht da, nur die vom Dihydrat. Aber fürs Berechnen brauchen Sie zwischendrin auch mal die molare Masse vom Fluorogluzin. Die können Sie sich aber selbst berechnen, weil diese Verbindung hier mit dem Punkt 2H2O, also mit dem Kristallwasser, die wiegt 162,11 Gramm pro Mol. Ohne diese beiden Wassermoleküle, die drin sind, rechnerisch pro Fluorogluzin, können Sie eben die molare Masse selber berechnen. Ziehen Sie also einfach von dieser molaren Masse zweimal die molare Masse von Wasser ab und dann haben Sie eben die molare Masse der wasserfreien Form und dann können Sie das eben ausrechnen. Was rauskommt, können Sie eben selber schauen bei 1,9b. Das steht ja eben immer in den Musterlösungen. Die finden Sie immer auf den Anhangseiten, die im gleichen Dokument angehängt sind unter www.laborberufe.de. Titel des Arbeitsblattes, wie gesagt, Verdünnungsaufgaben aus dem Laboralltag, in dem Ordner für Biolaboranten oder in dem Ordner für Chemielaboranten, erstes Lehrjahr. Wenn Sie das dann ausgerechnet und überprüft haben, kann ich Ihnen also auch wirklich empfehlen, die anderen Aufgaben hier zu lösen. Die sollten jetzt also alle kein Problem sein. Manchmal sind auch so Gehaltsangaben umrechnen mit Aufgaben mit dabei. Aber vom Prinzip her, die 1,6, die 1,7, das sollten Sie also alles lösen können. 2,1, 2,2. Und das sind also sehr, sehr wichtige Aufgaben aus der Praxis eines Laboranten. Und sollten Sie also wirklich gut können, solche Aufgaben zu lösen.